Tobi? Was? Was? Ach, Tobi ist wieder am Essen, ne? Okay. Nee, bin ich nicht. Bin ich ausnahmsweise von nicht dazu. Wieder. So. Nein! Tobi? Alter. Was ist los? Fuck Creeper. Ich warte mal, ich glaube, da die reißen, ja keine Löcher in die Umgebung, zum Glück. Gabel Creeper? Okay. Oh, hier ist wieder ein Spinnenspawner in der Nähe. Oh, Tatsache, hier. Seid ihr auf dem Rückweg, oder? Ja. Ja, ich guck gerade, wo der war, ist das Problem. Ich bin halt hier durchgespurtet, wie immer eigentlich. So. Ach, warte mal, hier war richtig, okay. So. Noch schnell einen Spawner abgebaut. Entschuldigung, ich komme sofort. Warte. Oh. Ich werde mal ganz kurz ein paar Fackeln hier hinlegen. Oh, hier sind so viele Büsche, ich kann nicht widerstehen, Splite. Es sind so viele Büsche. Alter, wie viele Viecher sind denn hier? Irgendwer hat an der Spawn Rate 100 pro rumgedreht. 100 pro. Ja, Entschuldigung. Tobi, warum? Mann, ich hab ja gesagt, ihr dürft mir keine Admin Rights geben. Ja, Alter, wir haben noch drüber gesprochen. Du sollst deine Power nicht abusen. Ich escalate einfach so fast dann. Ja, das ist mir echt, ich bin auch ein bisschen suspicious deswegen geworden. Was? Mein Gott. Was für ein Ding? Aber nicht raus. Okay, warte. Okay, die nehme ich nochmal schnell mit. Ich glaube, ich habe auch den Weg. Nein, ich folge so gleich. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Ich kann bei Rohstoffen einfach nicht Nein sagen. Dimitro, bist du das da vorne? Na, warte. Ah, hier waren wir. Hä, du bist unter mir? Das ist noch Zertus Quarz, den nehmen wir natürlich mit. Und hier ist noch ein Spinnenspawner. Oh, noch mehr Zertus Quarz. Nice. Hey, wie viele Skelette hier sind? Wie viele Spinnenspawner hier sind? Mist, ich weiß aber nicht, ob du über mir oder unter mir bist. Also ich bin jetzt wieder an der Schlucht nah an dir. Ja, ich weiß leider nicht, wo du lang gegangen bist. Ich versuche mal einen Weg zu finden hier irgendwie. Hier ist das Ding, wo du in die Lava runtergefallen bist. Wie bist du von hier gelatscht? Weißt du das in etwa noch? Warte, Weil, muss ich die Schlucht runter oder wo muss ich lang? Nee, das war quasi in so einem Seitending in der Schlucht. Ah, warte, ich weiß wo. Warte, ich komm. Aber in die Schlucht runter, oder was? Nee, ich bin, am Rand entlang gelaufen. Bist du da noch irgendwo? Ja, ich bin noch direkt an der Schlucht, wo du gebrannt hast. Ah, okay, warte. Vor Leidenschaft. Man, du kommst aus der Richtung, also könnte ich... Aber überall, wo ich hingehe, ist Sackgasse. Ja, bei mir jetzt gerade auch, ey. Das ist so blöd, wir werden nie mehr herausfinden. Nein, das war's, das ist gewesen. Bei mir in der Aufnahme alle schon Facepalm. Geh doch da hier. Ja, aber die Frage ist, wie kommt man da hin? Und das Durchgraben ist natürlich leichter, aber... Na, warte mal, ich werde jetzt mal ganz kurz noch was essen, sonst bin ich gleich down. Ja, down! Alter, ich muss hier mal diesen Spinnspawn anlegen. Ich kann diese komischen Mini-Spinnen kann ich einfach nicht ertragen. Wo auch immer die sind. Warte mal, genau, hier geht's generell weiter. Die sind wahrscheinlich unten, oder? Für was braucht man eigentlich diese Scherben? Zertusquarz? Nur zum Beispiel eine Erdscherbe oder eine Entropie-Scherbe oder. Achso, Soundcraft. Ja, das kommt später noch alles. Oh, bei mir wahrscheinlich nie. Du bist so optimistisch. Ja. Oh, warte mal, wir sind jetzt fast aufeinander. Ja. Was? Ich höre dich. Ah, du bist über mir. Perfekt. Guten Tag. Hi. Hey, hier sind doch noch Büsche. Warum lässt du wieder stehen? Dimitro, warum? Aluminium. Ach so, scheiße. Egal. Ich denke mal, das ist Silber. Okay, ich folge unauffällig. Ich werde jetzt auch keine Rohstoffe... Oh Gott, hier sind immer Rohstoffe. Warum liegen die alle noch? Hier können wir nächstes Mal wieder hin. Pass auf. Creeper. Yay. Wir können Tobi sehen, da hinten ist Tobi. Oh, endlich darf ich auch mal Tobi sehen. Niemand hat Tobi je gesehen, keiner weiß, wie der aussieht. Passt alles klar, Tobi. Hä? Tobi? Tobi! Tobi? Ja? Tobi! Nein! Tobi, wo bist du? Nein, du kannst! Tobi, nein! Ah, ich glaube, hier war es entlang, okay. Ja, Tobi, das sieht gut aus. Wir kommen, um dich zu looten.
Aha, perfekt. Guck dir das an. Der Nebel hier unten ist auch exorbitant. Ja, das ist cool. Ruhig. Igitt. Ich dachte, ihr findet mich nie. Nee, du warst ja auch einfach weg. Du warst einfach weg, Tobi. Ich dachte, das war so unauffällig. Das ist mein Rucksack nicht. So, jetzt erstmal alles aus dem ME-System holen hier und dann abhauen. Knapp 200 Certus-Quarz habe ich gefunden. Was ist das denn hier? Capacitor Bank, alles klar. Was ist denn? Tobi, guck mal hier, die Bücher hier. Oh. Nee, ist schon cool. Hey, Debitor, das ist echt schön hier. Ja, wunderbar. Ja. Mann, was sind das alles für Bücher? Wo führen die alle hin? Hier kommen die nach. Also, es steht dort drauf hier. Guck mal, Tobi, Grom. Eco, Mob Farm. Tausch Village? Was. Ich will da gar nicht hin. Ist einfach. Ciao. Ist einfach ein Dorf. Ich will da gar nicht hin. So. Hast du meine Schaufel noch? Warte, ich hol die mal eben. Was? Und meine Schaufel. Die hab ich vorhin aus Versehen weggeworfen. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. So. Ich leg die mal in die rote Kiste. Ja. Ah. Sag mal, wenn ich jetzt. Bist du bei Gronk, Tobi? Nein. Okay. Wenn ich jetzt in diese Schmiede unten, ne? Ja. Kann da alles reingeschmissen werden und das funktioniert ganz normal wie ein Ofen oder gibt es da auch Erze, die man da nicht reinschmeißen darf oder sollte? Alles geht nicht und manche Erze vermischen sich auch. Das ist okay. Das Problem. Das ist scheiße. So, ich schmeiße aber den ganzen Müll weg. Dann schmelze ich alles ein bisschen ein, denn ich kann leider nur bis 12 aufnehmen heute. Eigentlich ist jetzt schon 6 nach 12. Tobi, wo bist du? Daheim. Dein Haus? Mhm. Gib dir mal eben dein Loot. Was, in deinen Haaren? Was für Loot? Ich hab doch gar kein Loot. Du hast doch, glaube ich, nichts von mir, oder? Diamanten und Büsche. Also, wie gesagt, die brauche ich nicht. Und die könnt ihr euch dann teilen. Ja, gut, ja. Tö. Geil. Und der Granit. Nochmal oberste Reihe. Und go. Ja, geil. Oh. Danke. Bitteschön. Wie gesagt, wenn du mal sonntags ein ME-System craften möchtest oder so. Gerne. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Rohstoffe, glaube ich, dafür, so einigermaßen. So. Außer Quarz. 700 habe ich ja gerade gesucht. 700? Nein. Kein Ding. Du hast 700 Quarz gefunden gerade? In der Hölle. Also nicht jetzt unterwegs, das war 140. Ach so. So viel war es jetzt auch nicht. So, warte. Huch, was passiert hier gerade? Ach so. Ja, das waren die Büsche, die ich gesammelt hatte und die Dias. Oh cool, danke dir. Ja, nice, da kann ich ja noch ein paar Büsche, kann ich mal zusammen machen. Okay, ich mach mal schnell Eisen in die Dingens. Vielen Dank, lieber Debitor. Jo. Du hast doch schon wieder weg. Der Debitor ist so ein bisschen das Äquivalent zu Darkwing Duck hier auf dem Server, habe ich das Gefühl. oder Phantomias. Weißt du, hat sich eine fette Base gebaut, unterirdisch. Kommt einfach. Husch. So. Pass auf, Erik, du hast 369 Certus Quarz. Ja. Ich nehme jetzt mal knapp 100 mit und mach dir damit die Disketten. Ja, geil. Ja, da sage ich ausnahmsweise mal nicht nein. Normalerweise würde ich sagen, nein. Ja, aber die sind nicht scheiße zu craften, wenn du die per Hand machst. Ah, klar, super. Hast recht. Ich sag ja nichts. Und wir brauchen den Platz im ME-System, weil ich das einfach zuspamme mit Müll. So, das ist ganz wichtig, dass da mehr Müll reingeht. Genau, dafür bin ich auch da, dass mehr Müll ins System geht. Wie kriege ich denn aus einer Schmelzerei zum Beispiel Ender oder resonantes Ender raus? Am besten in Blöcken gießen. Okay, und Blut? Blut kannst du einfach nur abbauen. Oder du machst halt Drop, so eine runde Form. Drop. Dann kriegst du so Gelee. Dachte ich mir auch. XP-Büsche könnte ich unten dran klatschen. Ich mach aber erstmal, das mache ich später. Tin. Ich habe sogar Jolt. Einen einzigen Goldbusch. Oh. Achso, der war gerade noch von mir. Ah, den hast du mir reingedrückt. Alles klar, genau. Ich selber habe keinen einzigen gefunden, glaube ich. Ja, die waren so selten. Aber Essenceberry habe ich dafür ein bisschen gefunden. Da ist noch mehr Tin. Okay, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Kopf. Wo ist denn die große Diskette jetzt? So.
Opa. Tin. Und Iron. Oh, Iron werde ich auch noch brauchen können, glaube ich, ne? So. Dit. Und die Berries packe ich einfach mal alle unten rein. Da kann ich die schön einsortieren. Ich packe mal unten rein. So. Lalalalalalalalala. So, Tag, die Herrschaften. Geronnenes Blut. Will jemand mein geronnenes Blut haben? Nee, danke. Schön aus Eigenproduktion. Ja. Mm, nice. Ist mit Liebe sehr gemacht. Nice. Achso, da wollte ich gar nicht hin. Ich guck mal eben, ob ich den mal eben vor allen Dingen, mal eben. Ja. Na. Oh, ich hasse diese Darksteel-Ladder sind manchmal so nervig. Dauert 56 Sekunden, wenn du die noch hast. Ah, ne, geht doch schneller. Boah, 56 Sekunden, krass. Aber nur wenn die Rohstoffe alle hast, das ist halt das Problem. Was brauchst du denn? Nee, das war gerade der Zertus-Quarz. Ach so. Also ich muss noch mal ganz kurz gucken, was ich hier vielleicht noch alles anbauen und wieder abbauen muss, weil ich das mit der Silke abgebaut habe. Ach so. Tobi, warum lachst du über Silke? Was ist da los? Findest du es eigentlich gut? Ja, Entschuldigung. Sagt der Silke mal, tut mir leid. Da. Silke tut ihm leid. Der Joten Silke. Klatschramme auf den Arsch von mir. Das mach ich. Bringt auch Glück. So. Aber nur wenn es klatscht. Klatschen muss es. So, das Peridot. Ich höre hier nur. Was mache ich, mach ich mit dem Peridot eigentlich? Muss ich das einschmelzen, das Peridot? Boah, nee, gute Frage. Drück mal, also halt mal die Maus drüber und drück. Drück was? Ja. Achso, ja, hab ich gemacht, aber da sagt er mir nur, nee. Ich glaube, da kommt nicht viel bei rum, ne? Da kommt einfach nur das normale Peridot bei raus. Biomes of Plenty, Alter, das werde ich niemals brauchen, oder? Nee. Haben die das neu reingeballert? Ich habe davon noch nie gehört. Das glaube ich in dem Biom, wo wir waren. In Schruppland. Du hast wieder Platz im ME-System, ne? Das steht hier oben. Du geiler Scheißer, ich danke dir. Ich lasse die Tür einfach mal auf, dann siehst du, wo das steht. Kannst du ja noch bei Bedarf oben setzen. Oh, hast du einfach noch einen Klumpen dazu gemacht? Ja, genau. Oh. Also man kann nachher die kleinen Disketten quasi aussortieren mit einem System. Ja. Da werden die leer gezogen und auf volle und auf andere gebracht. Okay. War cool. Dann schaue ich mal ganz kurz. Ich würde halt dann jetzt noch parallel beide Dinger laufen. Ja, muss ich sowieso. Ich habe schon Angst, wie das nächste Mal aussieht, wenn ich einlogge. Ah, alles klar. schön der Gang. Du hast ein bisschen mehr Platz. Jetzt hast du genauso viel Speicherplatz wie ich. Ja, ich muss auf jeden Fall den Sortierer. Das wird eine der nächsten Sachen sein, die ich baue. Der Sortierer, der die ganzen Müll-Items erstmal weghaut. Damit diese Überflutung hier einfach mit dem Scheiß ein Ende hat. Ja, das stimmt. Bitte. Zertusquarz hat es ja genommen, ne? Also, hatte ich genommen, genau. Okay, das ist gut. Das war nicht so viel. Ich soll dich fragen, wofür du Pink Slime brauchst und wie man das herstellen kann. Pink Slime war, glaube ich, für einen Laser Drill Precharger, oder? Warte, ich guck mal eben. Laser Drill? Genau, ein Laser Drill. Genau, das ist Pink Slime. Ist Laser Drill jetzt der Äquivalent zur Quarry oder was? Nee, Laser Drill, der verbraucht unglaublich viel Energie, ballert auf dem Bedrock und generiert dann ein zufälliges Erz immer. Oh, okay. Aber von den Standardärzten oder von allen Erzen, die es gibt? Ja, von allen Erzen, die es gibt. Du kannst da noch Linsen reintun, dann hast du immer ein anderes Erz. Problem bei Pink Slime ist, du musst quasi eine Kuhfarm haben. Eine Kuhfarm? Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Dann müssen die Kühe quasi geschlachtet werden. Und dann kommt halt... dann kommt halt flüssiges Fleisch raus und Pink Slime. Und dann, was? 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 Damit baust du das dann. Ich kenne das für ein Monster. Ich kenne nur, ich hab's noch nicht gemacht. Da gibt's auch leider nur so, wie ich gehört habe. Ich bin erschüttert, Demito, ich bin erschüttert.
Oh, cool. Dann, Also du gehst her, dann dieses Beiprodukt schüttest du dann auf den Boden und dann entsteht so ein Pink Slime und den machst du dann kaputt. Oder packst du ihn in eine Spawner-Maschine. Alter. Was ist da nur los, Debitor? Was ist da nur los? Aber Warum? Den habe ich gar nicht vor zu bauen, so gerade. Ich glaube, damit könnte man theoretisch auch Quarz farmen aus der Hülle. Wahrscheinlich ja. Also theoretisch kannst du wahrscheinlich alles damit generieren. Ja, es gibt so Laserfokusse, die da rein können und dann hast du halt Wahrscheinlichkeit von anderen Ärzten. Nur das Einzige, was nicht geht, sind natürlich Cheeseburger. Eben drum. So. Eisen, sehr schön. Ja, ich glaube, ich muss irgendwann umziehen. Wo möchten Sie hin? Ich weiß es noch nicht. Wir können so ein Dreieck machen. Ein Dreieck? Was denn für ein Dreieck? Ja, die Entfernung von Tobi zu mir müsstest du dann nochmal in eine andere Richtung. Weil so im Dreieck verteilt. Das wäre quasi am ganz anderen Ende der Welt. Theoretisch schon, genau. Aber was passiert denn mit diesem schönen Haus hier? Ist natürlich verbunden mit den Büchern. Ja, gut, das stimmt natürlich. Vielleicht ist das ja meine Ferienresidenz. Stimmt. Den Balkon. Ja, mal gucken, was ich da mache. Ich werde mir da mit einer Quarry erstmal was Schönes aufbauen. Ach ja, und ich wollte dem Tobi noch ein schönes Geschenk machen. Was? Wollt ihr im Haus kacken? Nee, um Gottes Willen. Nee. Aber bei Tobi muss ich, glaube ich, noch manuell hin, ne? Ja, du kannst ja bei mir gehen. Warte mal. Wenn du das Buch bei mir nimmst einfach. Dann landest du bei mir auf der Brücke und ich habe ein Buch für Tod. Okay, ja, warte. Das mache ich vielleicht mal. Dass das Ding in der Schmiede geht zu dir, ne? Ja, genau, richtig. Okay, wir brauchen unbedingt diesen Umschlagplatz. So, warte. Ich gehe da mal ganz kurz hin. Sekunde. So. Hallo. Komme ich hier rein, frisst er erstmal. Guten Tag! Hallo! So, zum Tobi. Oh, ach so, ich dachte, das Schwert galt mir. Da kommst du in deine obere Etage bei Glied raus, ne? Wir können das Buch auch zu Glied nennen. Ja. Zum Glied. Ich gucke gerade. Ach, Tobi, das ist ja schön, was du hier hast. Dieser fette Oger. Du meinst Oryk, den du never defeaten kannst? Ja. Ah, das ist ja schön. Hier unten soll die Wassermühle übrigens hin. Hier will ich die hinmachen. Da so. Ah, oh, schön. Wie viele Räder wolltest du bauen, Tobi? Eins, dass sich halt so ein bisschen dreht. Erik, pass auf! Nein, Tobi! Tobi, nein! Womit greife ich denn an? Ein Eimer Wasser? Ein Eimer, ich hab nur Wasser! Oh, danke, Tobi. Danke. Wow. Hier nimm dieses Wasser zum Dank. So. Jetzt kann ich dir dein Geschenk gar nicht geben. Warum? Man, du siehst ja, das soll eine Überraschung werden. Soll ich mich schon mal ausloggen? Einfach so einen Nuke. Weiß ich nicht. Tobi, wo bist du denn besonders oft? Wo würde dich das Geschenk am meisten erfreuen? Aua. Wir können den Tobi ein Sapling schenken. Erinnerst du dich noch an die Höhlengeschichte? Ja, das wäre auch schön. Gerade für seinen Vorgarten wäre es natürlich vorzüglich. Von diesen komischen Riesenbäumen meinst du etwa, Debitor? Ja, die gehen, ich muss aber sagen, die gehen nicht nach oben, die gehen mehr so in die Breite. Was findest du lustig, Debitor? Ja, ich dachte mir so, ich baue dir mal in meine Höhle rein und dann war auf einmal voll. Das war irgendwie schon lustig. Erik, was hast du da wieder für ein Pokéball in der Hand? Ah, ich glaube, ich weiß, was er hat. Was denn? Nee, schon gut. Was hast du da eingefangen? Nichts. Ist nichts Schlimmes. Ist nichts Schlimmes. Ich lass dir das mal hier. Viel Spaß, ciao.
alt. Was ist das für ein Gerät? Das ist so ein Deer. So ein ah, die Geräusche sind gut, ne? Ja. Denk dran, darfst du nicht töten hier oben, ne? Nee. Alter. Ich glaube, das ist immer der trinkt immer ein Bier und dann kommt das Geräusch da raus. Pass auf, wir machen die 1000 Deer Challenge. Wir sammeln alle Rehe, die wir finden können, sammeln wir ein und bringen die zu Tobi. Oh, ist das denn? Hey, weißt du, was wir machen? Hm? Wir machen so einen Autospawner an die Decke. Wo Rehe rausrieseln. Genau. Da kommt, alle paar Sekunden kommt ein Reh raus. Warte mal, ich mach mal Challenge. Warte. Alexa, starte Pupsgenerator. Okay, nee, das war's nicht. Okay. Das war jetzt echt erbärmlich. War das einfach schon alles? Nein, das war bestimmt Erik, oder? Nein, das war wirklich Alexa. Ich schwöre. Was ist da unten denn für ein cooles Haus? Ist das neu? Ich habe alles nicht gefunden. Oh, starte alles. Tobi, was kommt hier unten rein? Das wird so ein Dorf, so ein kleines. Ach so, cool. So, mal gucken. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Mal gucken. Tobi? Ja? Tobi? Oh, Monster. Monster-Alarm. Aber er ist doch wunderschön und der Kleine nebendran ist noch viel süßer. You will never defeat me. Den kann man nicht töten. For honor and glory. Oh, der hat einen coolen Hut. Oh, hier wird doch gleich einen coolen Hut. Strawhead. Ja, zieh an. Ich such den gerade, ich hab so viele Hüte. Warte. Ja. Ah, sind so viele, ich finde den nicht mehr. Nee, ganz vergessen, ist vorbei. Ich hatte noch. Die Stimme von dem Ding, Alter. So, ich finde der Hut ist ganz cool bei mir. Ich habe jetzt einen neuen Hut. Der passt zu meinem Gesicht eigentlich. So ein kleiner Mini-Hut. So. Ich finde den Afro ja geil. Das sieht so furchtbar. Ehrlich gesagt, das sieht nicht aus wie Haare. Nee. Das sieht aus wie ein Stück Scheiß, wo eine Gabel drin steckt. Das tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Das sieht nicht aus wie Haare. Aber wir könnten eine Gang gründen, indem wir alle die gleichen Hüte tragen. Zum Beispiel. Das würde gehen. Happy Birthday! Das ist wirklich ganz furchtbar. Cool, hey. So. Okay, ich düse auch wieder zurück. Ich muss. Oh, das ist Reh, ne? Das ist ein Traum. Ah, da ist auch der Strohhut. So. Divito, nimm das Reh ruhig mit. Nee, alles gut. Nee, das verdoppel ich dir. Das ist so lieb, Albert, das ist so lieb. Ich logge einfach mal hier aus. Ich glaube mal, hier steht ein Block hier einfach aus. So, aber ich verabschiede mich dann auch mal. Vielen, vielen Dank für alles. Ja, ebenso, ganz